Resident Evil Revelations. Guten Tag. Wie geht es? Wie steht es? Wir spielen heute ein neues Spiel. Und zwar geht es um Resident Evil Revelations 1. Das damals, glaube ich, exklusiv für den 3DS rauskam und seit einiger Zeit natürlich auch auf den anderen Konsolen und auf dem PC verfügbar ist. Ich habe, wie ihr schon seht, gespielt. Circa 4 Stunden, bin bei Episode 7. Aber für dieses Let's Play machen wir natürlich eine neue Kampagne. Starten ein neues Spiel. Und machen das Ganze auf normal. Weil ich finde das Spiel, ungelogen, schon etwas schwer. Und selbst auf normalen Schwierigkeitsgrad war es schon stellenweise echt nett einfach. Daher will ich, glaube ich, den normalen Schwierigkeitsgrad weiterhin empfehlen. Hat das mal auch völlig versucht, habe den Spielstand aber dann wieder gelöscht. Also, das hat für mich keinen Mehrwert gehabt. Und los geht's. Hey, Jill! Dass das Ding überhaupt noch läuft? Bring uns herum! Wir müssen an Bord kommen. In 94 Minuten, seit Chris und Jessica nicht mehr auf dem Radar sind. Aber laut Interpolation der letzten Koordinaten sind sie... genau hier auf diesem Schiff. Nach Chris suchen. So, und damit willkommen bei Resident Evil Revelations. Ein Spiel ohne eine bezeichnende Nummer. Ich frage mich aber, und vielleicht können das die Resident Evil-Experten von euch beantworten, wo sich Resident Evil Revelations denn ansiedelt zeitlich. Also, ich glaube, dass es sich zeitlich ansiedelt so zwischen 5 und 6. Kann aber auch sein, dass ich komplett falsch liege. Wir werden im Laufe des Spiels auch noch weitere Sachen hier lernen, soweit ich das noch weiß. Ich habe ja die komplette Edition mit allem DLC-Kram, der so dazugehört, weil ich habe auch... wie rufe ich da mein Inventar auf? Ja, ich habe auch hier so Döns. Noch keine Items, Objekte. Ja, so sieht das Menü aus. Ist ein Resident Evil untypisch, aber... obwohl ich es nämlich auf 1440p gestellt habe, ist die Grafik natürlich nicht so eine Pracht. Vielleicht kann ich es aufschießen. Aber... das tut dem Spiel von der Atmosphäre keinen... keinen Bein ab. Oder keinen Arm ab. Weil ich finde es atmosphärisch, ist es schon ganz gut. Also mehr als Resident Evil 5 zum Beispiel oder 6. Also ich glaube, es ist auch im Prinzip die gleiche Engine. Sie haben es, glaube ich, nur etwas runtergebrochen auf den 3DS, da der nicht so viel Power hatte, wie jetzt zum Beispiel eine PS3. Hier ist überall Slime. Ich weiß aber auch schon gar nicht mehr, das letzte Mal ist, glaube ich, ein bisschen her bei mir. Wann habe ich es gespielt? Was stand beim Spielstand? Ich glaube, vorletztes Jahr
zwei Jahren, drei Jahren. Irgendwas um den Dreh müsste es sein. Und ich habe es dann nicht weitergespielt gehabt. Keine Ahnung warum. Aber jetzt machen wir das im Zuge der Resident Evil Challenge. Alle Resident Evil Teile durchzuspielen, die ich besitze. Keine Lebenszeichen. Aber irgendetwas ist hier. Was auch zu dem Spiel dazu gehört, was natürlich hilft, wie in Resident Evil 5, ist natürlich eine Map oben rechts. Dass wir nicht immer wieder auf die Map gucken müssen. Was ist los? Ich glaube nicht, dass wir allein sind. Sind wir auch nicht. Was ich echt zugute halten muss bei dem Spiel ist Jills Movement, ne? Wir haben auch wieder einen Quick-Turn, einmal zurück und dann auf die A-Taste auf dem Xbox One-Controller bei mir. So, auf X können wir nachladen. Zielen wissen wir schon und rennen. Weiß ich gar nicht, wie das geht. Das würde ich noch gerne rausfinden. Ist das ihr normales Movement, wenn sie läuft? Weiß ich gerade nicht. Müsste ich nochmal in den Controls nachgucken oder vielleicht wird es auch später nochmal eingeblendet. Also, sie bewegt sich hier sehr schnell und agil. Also, besser jetzt als zum Beispiel Chris in 5 oder die anderen Charaktere in 6. Also hier auch das Movement mit der Kamera ist wesentlich schneller und auch das Zielen hier ist wesentlich besser. Da tropft Blut aus den Rohren. Der sieht nicht mehr so frisch aus. Okay. Wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal hier lang gehen. Zu der Tür, die es auf der Map gezeigt wird, oder den Aufzug. Da schleicht was rum. Natürlich lockt uns dieses Geräusch oder das, was da rumkraxelt, natürlich in diesen Raum. Spind ist nicht leer, da ist ein grünes Kraut. Hier gibt es wieder klassische grüne Kräuter, natürlich. Weil in 6 gab es sie auch, aber man musste sie ja zu Pillen verarbeiten. Diese Ratten. Ist kurz geschlossen. Aber ich muss sagen, das Charaktermodell von Jill hier in Revelations gefällt mir nicht so sehr wie jetzt zum Beispiel in, in Resident Evil 3 Remake. Da finde ich, ist ihr Charaktermodell einfach mit am besten. Hier kann ich doch was gucken. Das Schiffsregister. Es wurde nach einer Königin benannt. Hat sie das jetzt mitgenommen? Ne, sie hat es nur gelesen. Ja. Resident Evil typisch gibt es ja auch wieder einiges Zeug zum Lesen. Hier war noch, Munition. Habe ich die jetzt? Ja. Und hier sehen wir immer unser Inventar, dass wir 1 von 5 grüne Kräuter tragen können im Prinzip. Und hier sind Munition und Objekte getrennt. Früher war es ja irgendwie alles zu einem Mischmasch. So. Da liegt eins Leiche. Ah, das Gesicht ist total zermatscht. Ja, er sieht aus wie ein Zombie. Also gut abgenagt und so. Da liegt was. Jill, sieh dir das an. Ja, ich weiß. Parker, hilf mir hier mal. Klar, kein Problem. Ich hab da was. Glaube eine Waffe. Und jetzt? Warte mal kurz. Es ist also nicht Chris. Gegner-Time.
Das sind so diese neuen Gegner hier in Resident Evil Revelations und die sind extrem hartnäckig. Wie ihr sehen könnt. Die halten echt schon einiges aus, wenn man die nicht in den Kopf schießt. Das erklärt dann auch unser vermisstes Team. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Jill ist Captain Obvious. Hier in dem Spiel wechseln wir auch übrigens zwischen den Charakteren, einmal zwischen Jill und Chris. Also wir werden nicht die ganze Zeit mit Jill spielen, so viel sei schon mal vorab gespoilert. Episode 1, in die Tiefe. An dieser sonnigen, idyllischen Mittelmeerküste stand einst eines der weltgrößten Bauwerke. Es dauerte ganze 11 Jahre, die erste Wasserstadt der Welt zu errichten, die schwimmende Stadt Terra Grigia. Eine nachhaltige Metropole, versorgt über eine große Solarenergie-Matrix, ausgestattet mit den modernsten Biotechnologien. Noch nie zuvor wurde Solarenergie zur Versorgung einer ganzen Stadt eingesetzt. Aber 2004 hat Veltro, eine terroristische Vereinigung, gegen die aufstrebende Stadt einen Bio-Angriff gestartet. Sie setzten einen Virus frei und etliche Kreaturen, bekannt als BOWs. Diese Kreaturen jagten wild durch die abgeschottete Stadt und infizierten die Bewohner. Die FBC, die führende Anti-Bioterror-Organisation unter der Leitung der Vereinigten Staaten, wurde hergerufen, um den Angriff einzudämmen. Die BSAA, eine Anti-Bioterror-Organisation, die unabhängig von der Regierung operiert, schaltete sich als Beobachter ein, um die FBC zu unterstützen. Entschlossenes, schnelles Handeln war vonnöten. Und so gab das örtliche Hauptquartier den Befehl, die Solarenergie-Matrix der Stadt gegen sich selbst zu richten. Das Chaos und die anschließende Zerstörung wurden bekannt als Terra Grigia-Panik. Nach diesem Vorfall verkündete die FBC, dass die terroristische Vereinigung namens Veltro erfolgreich zerschlagen sei. Wir haben jetzt 2005. Das ist fast ein ganzes Jahr nach dem Vorfall. Aber, wie man sieht, ist die verlorene Stadt Terra Grigia noch immer unzugänglich. Ein schweigendes, kraftvolles Symbol für die Bedrohung der Menschen durch den Bioterror auf der ganzen Welt. Da seid ihr ja. O'Brien, auch mal wieder mit von der Partie? Tja, mein Arzt hat mir Bewegung verschrieben. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die FBC das gesamte Gebiet abgesperrt hat. Aber in den letzten paar Wochen sind einige merkwürdige Kadaver angespült worden. Das konnte die FBC vermutlich nicht einfach totschweigen, ne? Jeder, der weiß, was hier passiert ist, kann eins und eins zusammenzählen. Genau deswegen habe ich die BSAA zur Untersuchung hingeschickt. Habt ihr schon eure neue Ausrüstung von Quint bekommen? Die Genesis oder so. So heißt sie doch, oder? Du hast es nicht für nötig gehalten, die Anleitung zu lesen. Nein, aber ich habe sie dabei. Man kann ja nicht wissen. Ich hoffe, du kannst schnell lesen. Denn du wirst sie bei der Mission brauchen. Ja, ja, mach ich. Genesis Handbuch Version 1.0.9. Genesis, der Spitzname eines hochmodernen Bioscanners, der zurzeit vom Global Pharmaceutical Consortium getestet wird. Er scannt das Ziel mit einer speziellen Synchrotronstrahlung. Die Ergebnisse nutzt er anschließend zur Analyse.
Virenanalyse. Auch kleinste Virenmengen können entdeckt und analysiert werden. Impfstoffherstellung. Version 1.0.4 ermöglicht es erstmals, einen Impfstoff auf Basis der Virusanalyse herzustellen. Aufspüre. Mit Hilfe der Synchrotronstrahlung kann man bestimmte Gegenstände aufspüren. Die Daten für Munition, Heilkräuter und so weiter sind im internen Speicher für weitere Tests hinterlegt. Wenn sich ein entsprechendes Objekt in der Nähe befindet, leuchtet der Bildschirm in der unteren rechten Ecke auf. Genau. Denn dieses Spiel beinhaltet diesen Scanner und wir müssen in diesem Spiel echt häufig scannen. Ich weiß nicht ganz genau, was ich von diesem Feature halten soll. Ich fand's nicht so geil, aber... Einfach widerlich. Die sind alle verwest. Ja. Nichtsdestotrotz liegt hier Munition rum. Es ist quasi eine Rückblende. So bleiche Haut. Das habe ich noch nie gesehen. Erfasst die Daten mit dem Genesis. Genau, im linken Button können wir das Ding aufrufen und dann einfach wie beim Schießen RT halten. Da ist etwas. Da ist was drin. Das Genesis braucht eine ausreichend große Probe, um genaue Daten zu liefern. Scannt die Kadaver am Strand und sendet mir die Daten. Vorsichtig. Keine Sorge, das habe ich schon mal gemacht. Ich hab da was. Was ist das? Vielleicht eine technische Mutation. Das wäre der Beweis. Ich führe damit ein paar Tests durch. Macht ihr einfach mit der Untersuchung weiter. Wie O'Brien uns das einfach abluchst. Na schön. Ja, man muss gewisse Sachen halt mehrmals scannen, um dann eine vollständige Analyse zu erhalten. Das geht mit Objekten wie mit Gegnertypen, also... So. Scan me up. Plus 12%. Unterschiedlich große Teile geben entsprechend mehr. Wenn wir vor allem Gegnertypen gescannt haben, erhalten wir im Nachgang auch noch die Möglichkeit, die Schwachstellen von Gegnern herauszufinden. Das heißt, hier wird Resident Evil ein bisschen so zum Taktik- Shooter. Wer weiß, mit welchem Stand wir es zu tun haben. Das dachte ich mir schon. Keine Sorge, wir schaffen das. Deswegen habe ich auch die Munition eingesammelt. So. Nach Raccoon City muss das doch Kinderkram sein. Hm. Ja, geht so. Warum hast du eigentlich die FBC für das hier aufgegeben? Ich wollte näher dran sein. Ich wollte kämpfen. Wie ich sehe, seid ihr okay. Macht weiter mit der Untersuchung, aber äußerst vorsichtig. Lässt sich nicht öffnen, scheint blockiert zu sein. Oh no. Aber hier ein grünes Kraut. Auch nicht schlecht. Da ist noch eines. Kleiner Teil. So. 50% gescannt. Boah. Für eine Analyse brauchen wir mehr Proben. Besorgt sie mir. Dieser Geruch. Das muss das Gas sein. Ach, was für eine Sauerei. Gas. Eine Handgranate. Habe ich zu schnell gedrückt, aber macht nichts. Ja? Ach, Munition habe ich voll. Okay. Nicht schlimm. So. Hier ist noch ein Schleimi in der Ecke. Hier hat sich jemand bereits umgesehen. Das ist gut möglich. Da ist eins ein bisschen versteckt. 81%. Eine Zeitung aus dem letzten Jahr. Dieser Artikel brachte die Existenz der BOWs erstmals an die Öffentlichkeit.
Ja, weil dann Börder alles vertuscht hat. Aber jetzt gab es kein Vertuschen durch diese Bioterroristen. Oh, noch eine Handgranate, ist ja praktisch. Ich glaube, wir behalten sogar alle Items, die wir hier einsammeln, für später. Wir haben nicht genug Daten für eine genaue Analyse. Sammelt mehr Proben von den Kadavern am Strand. Ich bin ja dabei. Was glaubst du, was ich hier mache? So, fertig. Und dann kriegt man so ein Pillensymbol. Erreicht Ihre Analyserate 100%, erhalten Sie einen Gegenstand zur Regenerierung. Die Analyserate verringert sich, wenn Feinde gleicher Art gescannt werden. Nur wenn einmal 100%, dann braucht man sie nicht nochmal scannen. Mit O'Brien treffen, alles klar. Dann gehen wir mal dahin. War. Das fragst du mich? Keine Herausforderung. Deswegen konnte ich nicht rein. Schwabbelchen war da. Das war wohl nichts Besonderes für euch, was? Nö. Genug geplaudert. Besorgt mir diese Daten. Da seid ihr ja. Gute Arbeit. Kein Zweifel. Diese Leichen haben eindeutige Anzeichen einer Virusinfektion. Und es ist sicher kein Zufall, dass sie durch die Sperre der FBC gekommen sind. Tja, mehr können wir nicht tun. Jetzt müssen wir erstmal auf die Ergebnisse des Hauptquartiers warten. Hä? Das ist die Notfallnummer. Ja, ich bin's. Mhm. Was? Ja, in Ordnung. Ich übernehme das. Wir müssen die Sache beschleunigen. Und zwar sofort. Aha. Gut, dann los. Jill, Parker, ihr bleibt an dem Fall dran. Was ist passiert? Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ja. Warum? Wir wissen es leider nicht. Ich habe euch ihre letzten Koordinaten auf eure Terminals geschickt. Ihr Signal ging verloren, über dem Ozean. Ich dachte, sie suchen in den Bergen nach Veltrum. Aber ihrer Position nach sind sie auf einem Schiff. Ich werde ins Hauptquartier zurückgehen und die Suche koordinieren. Und ihr zwei seid meine Augen da draußen. Ja, Sir. Häufiges Speichern wird empfohlen. Naja, dann. Man bekommt am Ende auch immer irgendwelche Punkte. Ich weiß gar nicht, wofür das alles gut ist. Habe ich leider vergessen. Aber wir speichern mal hier. Auto speichern. Schaden wird's nicht. Besser mehr als einmal. So, weiter. Ich glaube, dieses Spiel kam auch in Episodenform raus. Aber da bin ich mir echt nicht mehr 100% sicher. Ich glaube, dass dem schon so war. Glaubst du, die haben hat Capcom auch den Schritt gewagt? Ich hoffe nicht. Hey, keiner sagt, dass Chris tot ist. Na gut, dann sollten wir ihn endlich finden. Hast du das gehört? War das das Schloss? Ich sehe nach. Okay. Ich schau mal, was ich hier finde. Verstanden. Ich melde mich, wenn ich Chris Spur finde. Scan abgeschlossen. Das Ding hat viele Ähnlichkeiten mit den Leichen am Strand. Ja, diese neuen Gegnertypen gefallen mir eigentlich ganz gut, muss ich es zugeben. Mal wieder keine Zombies. Das Ding ist
Nein, das kann nicht sein. Verdammt, das Ding ist... Nein, das kann nicht sein. Mehr hat er nicht zu sagen. Es gibt ja auch versteckte Gegenstände. Am besten ist es immer gut, einen Scanner auszupacken und die Gegend abzusuchen. Manchmal gibt es sogar Schlüsselobjekte, die gefunden werden müssen durch dieses Scan. Also das, wie gesagt, das begleitet uns das ganze Spiel über. Das bleibt leider nicht aus. Da ist noch was. Meistens ist es Munition oder man findet auch mal ein grünes Kraut oder so. Ziel nicht gefunden. Okay, ich glaube, das war's in dem Fall. Weil wenn man hier mal Munitionsmangel hat, kann man durch Scannen sich oft weiterhelfen, wenn man dann halt die Gegend so ein bisschen absucht. Chris! Chris! Los! Sag doch was! Ich muss gerade an Resident Evil 1 denken. Kannst du ihn rausholen? Nein. Ohne Schlüssel läuft da gar nichts. Okay, suchen wir ihn. Muss ich gerade an Resident Evil 1 denken. I hope it's not Chris's blood. Barry da in der Halle ist. Hier... Das scheint eine Sackgasse zu sein. Ja, okay, müssen wir hoch. So, ein grünes Kraut habe ich noch. Wie, das habe ich leider vergessen. Wie konsumiert man die denn? Zermahlenes Heilkraut lindert Müdigkeit und heilt Wunden. Es lindert Müdigkeit? Das wusste ich gar nicht, dass es die Eigenschaft auch besitzt. Ich glaube mit... Ja, genau. Ich habe hier noch... Da sind die Waffen aus dem Bonus-Content. Ihr seht, ich habe verschiedene Pistolen... Und ich glaube, diese hier ist mit die stärkste. Die haben auch unterschiedliche Ladekapazitäten. Die hat zum Beispiel nur 4 Schuss, während die andere 12 hat. Dann können wir ja auch die nehmen. Es gibt ja auch so optische Outfits. Ich kann zum Beispiel aussehen wie so ein Gegner oder so. Das, an den Gang erinnere ich mich sogar. Also, jede Menge Stuff habe ich hier noch. So. Hier gab es wieder, glaube ich, was zum Scannen. Ja. Grob erinnere ich mich noch dran, was kommt und wo ich lang muss. Ist der draußen? Aber ich weiß, dass hier auch irgendwann einer rumschleicht. Pistolenmunition ist voll. Kein Ding. Aber da weiß ich zumindest, dass sie da liegt. Da hört man schon einen. Den Schaden, den die Boys machen, ist auch nicht übel. Also für so Standardgegner sind die schon relativ strong. Wenn die sterben, werden sie einfach zu so einer schleimigen Pfütze. Aber die können wir dann immer noch scannen. Ich glaube aber, es gibt dadurch weniger Punkte. Und wenn wir sie Läden scannen, gibt es mehr. Aber sicher bin ich mir da nicht mehr. So, noch ein bisschen Munition. So, hier durch. Lag hier nicht auch noch irgendwas so rum? Scan, scan, da hinten. Objekt. Pistolenmunition. Das ist aber außerhalb dieses Raumes. Ein einziges Chaos.
Hat er nicht auch noch was aufgeleuchtet? Da habe ich mir das eingebildet. Maybe it's my imagination. Da. Ach, auch voll. Also Pistolenmunition gibt es hier en masse. Ich habe gedacht, ich hätte ein grünes Kraut hier gesehen. Ich sehe schon Dinge, die nicht da sind. Gut, aber an dieser Stelle sag ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei Resident Evil Revelations. In der nächsten Folge machen wir hier weiter auf diesem großen Tanker mit Jill. Ich glaube, die, wie heißt sie? Irgendwas mit Zinnober. Nennen sie mal MS Zinnober. Ja, und wir müssen Chris finden. Angeblich soll er hier auf diesem Schiff sein. Ob wir Chris hier finden werden oder nicht, seht ihr demnächst bei Resident Evil Revelations. Bis dann.